herzlich willkommen zu unserem Gespräch mit Katja Diehl über, wie war es ausgeschrieben, die Mobilitätswende. Ein riesengroßes Thema. Wir sind hier heute auf Einladung der Grünen Bildungswerkstatt Wien. Für die Grüne Bildungswerkstatt Wien ist der ehemalige Gemeinderat und Landtagsabgeordnete Rüdiger Marisch da, den ich jetzt bitten würde, dass er noch ein paar Worte an uns salbungsvoll richtet. Zunächst einmal muss ich dazu sagen, dass das Buch Autokorrektur gut ausgeborgt bei mir zu Hause liegt. Gestehe, ich habe es noch nicht angefangen zu lesen, aber immerhin. Na, es war uns ein wichtiges Anliegen, sozusagen die Grünen also beim Programmprozess zu unterstützen. Es war wichtig, die BO3 zu unterstützen, die da ein feines Programm gemacht hat. Und die Mobilitätswende unterstütze ich sowieso, weil das ist mir ein jahrzehntelanges Anliegen. Und ich glaube nach wie vor, ich halte es da ein bisschen mit der Pariser Bürgermeisterin, immerhin kann man auch 30% der Stellplätze reduzieren. Und es ist auch möglich, eine Stadtautobahn abzureißen. Das würde mir für Wien auch gut gefallen. Danke, Rüdiger. Ich glaube, da wirst du nicht so viel Widerspruch bekommen. Außerdem noch da sind, freuen wir uns heute sehr, die aktuellen amtierenden Gemeinderätinnen, die Heidi Sequenz und der Kilian Stark. Und besonders bedanken möchte ich mich natürlich bei der Susanne Nückel, der Bezirksvorsteherstellvertreterin aus dem 3. Bezirk Landstraße, die heute diesen Abend hier eingefädelt und organisiert hat. Mein Name ist Stefan Soher, ich bin Bezirksrat im 3. Bezirk und darf euch heute durch diesen Abend führen. Mit mir im Podium sitzt Sam Aigner von dem Tick-Tack, von diesem Themenarbeitskreis Mobilität, von dem wir jetzt schon sehr ausführlich gehört haben. Ich hoffe, ihr habt euch alle ganz gut informiert. Und natürlich der Star des heutigen Abends, Katja Diehl, Mobilitätsexpertin. Du gibst den Podcast She Drives Mobility heraus und hast natürlich dieses Buch geschrieben, das, glaube ich, sehr häufig jetzt im Saal hier anwesend ist, Autokorrektur über Mobilität für eine lebenswerte Welt. Ich habe mich ein bisschen nachgelesen noch über dich und habe im Web beim Freitag den Satz gefunden, Katja Diehl setzt sich für eine Mobilitätswende ein, aber nicht zuerst wegen der Klimakrise. Ihre Motivation ist eine andere. Also wollte ich gleich fragen, bitte Katja, was ist denn deine Motivation? SUVs für alle. Und was sind SUVs? Nein, das ist halt total lustig, weil heute ist ja wieder in Bayern Markus Söder wieder mal mit einem Spatenstich für irgendeinen Hyperloop in der Zeitung und Elon Musk gibt gerade, der Mensch, der hinter Tesla steckt, gibt gerade dem ukrainischen Präsidenten Tipps, wie er denn den Krieg beendet. Also es ist so, wo ich so denke, was ist mit diesen Boys eigentlich verkehrt? Ja, die sind total technikverliebt, die warten immer auf diese eine Lösung. Und man muss dazu wissen, Elon Musk hat überhaupt angefangen, sich mit der Idee des Hyperloops zu beschäftigen, weil er Züge hasst. Der will nicht im öffentlichen Verkehr mit anderen Leuten den Raum teilen, sondern er möchte eigentlich, dass ganz viele Autos hintereinander fahren durch einen Tunnel, damit er seine Ruhe hat. Und ich glaube, mehr muss man nicht wissen, wie altruistisch und holistisch und wie auch immer die Ansätze von so Technikfans sind. Und ich habe heute bei Twitter reingestellt, dass wir gar keine Technik brauchen, um die Verkehrswende zu schaffen. Wir brauchen politischen Willen, wir brauchen Menschenliebe und wir brauchen vor allen Dingen die Depriorisierung vom Auto. Und da gehen sie alle nicht ran. Jetzt merken wir, dass die Leute, die diese Forderungen stellen, auch, glaube ich, aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen. Da gibt es Leute, die sagen, wir wollen Lebensqualität in der Stadt. Es gibt die Öffi-Fans, die Raum- und Verkehrsplanung studieren, damit sie ihre Diagramme zeichnen können und Züge planen können und dergleichen. Es gibt natürlich die ganz, ganz große und sehr engagierte Radbubble. Es gibt die Klimabewegung.
teilen wir alle dasselbe Ziel? Kommen wir da zusammen oder ist das nur eine temporäre Allianz? Wie siehst du das? Gut, also dann sage ich mal gleich aus Sicht der Raumplanung, weil ich ja auch noch Studentin an der Uni Wien bin und gerade meine Masterarbeit auch zu energieeffizienten Siedlungen schreibe. Tatsächlich ist meine Öffi-Liebe nicht aus Motivation gekommen, dass ich gerne Pläne zeichne. Ich mache es natürlich gerne, ich schaue sie auch gerne an. Ich trage auch gerne Öffi-Socken. Aber tatsächlich rührt es einfach daher, weil ich aus tiefer Überzeugung der Meinung bin, dass es ein absolutes Privileg ist, kein Auto zu besitzen und trotzdem überall hinzukommen, wo ich hinkommen möchte. Und das wäre einfach schön, wenn sich das mehr und mehr ausbreiten könnte, wenn wir tatsächlich eine Zukunft schaffen für eure beide Generationen, für die nachfolgende Generation, dass wir tatsächlich eine Zukunft schaffen, in der das Auto mehr und mehr als Luxusgut gesehen wird und nicht als das erste Mittel zur Fortbewegung. Also du siehst das schon so auch wie die Sozialdemokratie ein bisschen. Man muss sich Autofahren leisten können. Ich glaube, der Gedanke, dass Autofahren was Günstiges ist, aus einer, wenn man es nach der österreichischen Raumordnungskonferenz zitieren darf, aus einer postfossilen Gesellschaft kommt, in der wir jetzt sind, und dass wir einfach in zum Beispiel in der Nachkriegszeit ausgerichtet worden sind in der Stadtplanung auf die autogerechte Stadt, wo einfach das Auto als die neue Technologie, als das neue Privileg gesehen worden ist, was es auch heute noch hartnäckig ist, aber einfach nicht mehr notwendig ist. Also da gibt es ja diesen Satz, dass man eine funktionierende, eine reiche Gesellschaft nicht daran erkennt, dass die armen Leute Auto fahren, sondern dass die Reichen Öffi fahren. Ist es das? Ich sage jetzt mal aus meiner Utopie heraus ja. Also natürlich hoffe ich, dass es, ich weiß gar nicht, wie ich es beantworten soll, es muss auf jeden Fall günstiger werden, mit den Öffis zu fahren, wo es noch nicht ist. Und die Personen, die vom Auto abhängig sind, müssen dort entlastet werden, wo sie entlastet werden können, aber nicht zugunsten mit Pendlerpauschale etc. anderen steuerlichen Privilegien, sondern mit dem Ausbau von einem funktionierenden Öffi-Netz, auf das sie Vertrauen haben und das so sehen können, dass es wirklich ein Privileg ist, mit den Öffis zu fahren. Ja. Also meiner eigenen Erfahrung, ich fahre ja eigentlich kaum Öffi, weil ich Teil der Radbubble bin. Deswegen noch einmal die Frage, teilen wir dasselbe Ziel oder werden wir dann auch wieder auseinandergehen und werden uns dann vielleicht sogar über bestimmte Details auch wieder in die Haare kriegen? Ich kann ja mal, wenn ihr euch hier schon so streitet. Ja, genau. Nein, Quatsch. Also das ist ja genau das Problem, was wir haben als die Leute, die was verändern wollen, dass wir uns in diese Bubbles begeben. Also dass wir suchen immer eine Identifikation, das ist totaler Quatsch. Weil wir haben es mit einem riesigen System zu tun, wo milliardenschwere Lobbyistinnen für das Auto arbeiten und in unserem Kopf sind ja auch. Ne? Also in den skandinavischen Serien fahren mittlerweile Kommissare mit dem Fahrrad und machen da Verfolgungsjagden. Also das ist eine ganz andere Lässigkeit, während im deutschen Tatort man ganz klein oben hat Werbesendung, weil halt natürlich ein Autohersteller den Kommissar in so eine Karre setzt und absurde Verfolgungsjagden immer gemacht werden, wo jeder Polizist und Polizistin wahrscheinlich denkt, once in a lifetime, und lernt das jede Woche. Also ich glaube, wir müssen endlich schaffen, dass wir nicht genauso uns identifizieren als ich bin eher Rad, ich bin eher das, sondern wir sind diejenigen, die ohne Auto leben wollen, ohne eigenes Auto leben wollen, und danach können wir uns streiten. Also sich vorher zu streiten und sich so zurückzuziehen auf ein Verkehrsmittel wäre total der falsche Weg, weil das habt ihr vielleicht auch gar nicht so aktiv beobachtet, aber in Deutschland heißt es die Autoindustrie. Noch vor 3-4 Jahren waren es BMW, Daimler, die haben sogar vergleichende Werbung gemacht gegeneinander. Die sprechen jetzt mit einer Zunge. Ne? Und das ist was, das würde ich uns auch gönnen, dass wir halt die anderen sind, weiß ich nicht, wie wir uns nennen, die Postfossilisten oder so, und dass wir halt als eine große Mehrheit dann auch wahrgenommen werden. Aktuell ist unser eigener Fehler, dass wir das nicht schaffen, mit einer Zunge zu sprechen, dass das nur die Industrien schaffen, und da können wir uns, glaube ich, eine ganz große Menge abgucken. Da passt ganz gut dazu, irgendwo da hinten hängt ein Plakat mit Mobilitätskennzahlen von Wien, das der Kilian aufgehängt hat. Und wenn man dieses, das ist ein Tortendiagramm, wenn man sich das anschaut, fällt mir immer auf, dass der motorisierte Individualverkehr tatsächlich nur bei 27% ist. Und das fühlt sich aber überhaupt nicht so an. Also es fühlt sich ja so an, als wären das 3/4.
Hast du eine Idee, warum sich das so anfühlt? Frage an dich. Fragst du jetzt mich? Naja, er braucht viel Platz, oder? Es braucht relativ viel Platz, um genau zu sein, 2/3 der Verkehrsflächen oder generell der öffentlichen Räume in Wien sind tatsächlich für einen MIV, also für einen motorisierten Individualverkehr gedacht. Ob parkend oder fahrend, macht aber keinen Unterschied, weil so oder so sind diese Flächen tatsächlich für zu Fußgehende oder für andere Verkehrsteilnehmerinnen blockiert. Und dazu kommt, glaube ich, auch noch, dass man ja auch gar nicht genau weiß, wie diese Zahlen zustande kommen. Also wenn ich das richtig verstehe, dann sind das ja Zahlen, die die Wiener Linien irgendwie erheben, ohne dass wir die Methodik kennen. Und dass es sich nur um innerstädtische Fahrten handelt, aber nicht um die Einpendler. Ist das richtig? Woher die Wien Energie ihre Zahlen nimmt, ich stimme jetzt mal dem Kilian zu, der mich heftig anmacht. Also, sag ich mal, ja, vermutlich stimmt das. Aber wer auch immer in Wien Auto fährt, die Frage ist ja, tun die Leute das freiwillig? Also du stellst ja ganz oft die Frage, Katja, willst du oder musst du Auto fahren? Und ich frage mich dann immer, ist das wirklich so ein grundsätzlicher Unterschied? Da frage ich mich nur nicht eher, muss ich gerade jetzt Auto fahren? Kann es sein, dass ich manchmal Auto fahren muss, aber wenn ich schon ein Auto habe, dann fahre ich ab, obwohl ich eigentlich gar nicht müsste? Du traust den Leuten ziemlich viel zu, dass sie sich die Frage überhaupt stellen. Die sind ja in einem fossilen Hamsterrad und haben das Gefühl, Hauptsache mein Leben läuft. Wenn dann eine Irritation reinkommt und du allein schon diese Frage stellst, dann haben ja die 60 Personen, die hier im Buch auch irgendwie vorkommen, gesagt, dass sie sich diese Frage noch nie gestellt haben. Dass sie halt froh waren, dass sie das Auto haben, dass sie da deswegen überhaupt ihr Leben so gestalten können. Und da war die erste Irritation, und nehmt das bitte mit auf jede Familienfeier und auf jedes Grillfest. Willst du oder musst du Auto fahren? Da kannst du ganz andere Gespräche führen, als dass du sagst, warum hast du eigentlich ein Goldmetallic Mercedes SUV? Weil das ist automatisch ein Angriff und da wird sich automatisch verteidigt, während willst du oder musst du Auto fahren, finde ich, was Empathischeres hat und andere Türen öffnen kann. Und dann waren die tatsächlich, also einigen musste ich es auch erklären, was der Unterschied ist, genau was du gesagt hast. Da habe ich gesagt, ja, also gehst du abends ins Bett und zappelst, weil du denkst, oh, noch 8 Stunden, dann darf ich endlich wieder Auto fahren. Oder bist du jemand, der sagt, ja, morgen erstmal wieder zur Arbeit und dann muss ich mal gucken, wie ich das und das wieder hinkriege. Und da haben wirklich Leute gesagt, die im Auto sitzen, dass es 80% Muss ist. Aus den unterschiedlichsten Gründen, aber ein Muss, weil Alternativen fehlen, Barrierefreiheit ist nicht vorhanden, sichere öffentliche Räume sind nicht da. Und die haben dann innerhalb dieser Stunde, die wir hatten im Zoom-Call, eine ziemliche Wut auch aufgebaut, weil sie durch das Gespräch, aber das kann ich halt nicht mit 83 Millionen Deutschen machen, gemerkt haben, genau was du so selbstverständlich sagst, Abhängigkeit. Das haben die vorher nicht so gesehen, dass sie abhängig sind, sondern sie haben gesagt, Gott sei Dank habe ich das Auto, weil so wie ich lebe ohne Auto, das ginge ja gar nicht. Also das ist die missdeuten eine Abhängigkeit von einem einzigen Verkehrsmittel als Lösung. Die zweite Frage war, können Menschen ohne Führerschein dein Leben führen? Und da waren 100% die Antwort, nein. So wie ich mir hier mit dem Auto, meine Hobbys, meinen Beruf, meinen Wohnort und was es da alles so gibt mit den Kindern aufgebaut habe, ich müsste was verändern, hätte ich kein Auto. Und das hat die total betroffen gemacht, weil die Gruppe in Deutschland ist 26 Millionen Menschen stark, nämlich Kinder und Erwachsene ohne Führerschein. Und die ist ziemlich groß, aber von denen redet keiner. Die sind abhängig von Menschen, die sie fahren. Und das, glaube ich, ist einfach der bessere Herangehensweg, dass da viel Bequemlichkeit drin ist. Darüber müssen wir gar nicht sprechen. Aber ich will ja erstmal überhaupt in den Dialog kommen. Und das schaffst du nicht, wenn du sagst, warum fährst denn du jetzt Auto? Auch so mit so einer Attitüde, ne? Also da habe ich gemerkt, die Fragen, die ich stelle, haben zumindest dafür Sorge getragen, dass wir einen Dialog hatten. Ich bin ja Mitglied in der Verkehrskommission bei uns im Bezirk, wo wir sehr, sehr kontroversielle Diskussionen immer wieder haben. Der dritte Bezirk, das ist so Wien im Kleinen. Wir haben immer den Durchschnitt, alle Kennzahlen sind sehr durchschnittlich. Und da saß eine Kollegin drinnen, Bezirksrätin, die hat das ganz kategorisch formuliert. Ich bin kein Radfahrer, auch nicht gegendert. Ich bin kein Radfahrer, ich bin Autofahrer. Also so, als wäre das... Die begegnet mir gerade das 8. Mal. Allmählich will ich den Namen wissen, weil ich bin ja seit Donnerstag in Wien und diese Story erzählt mir jeder. Total interessant. Das scheint also, eine sehr traumatische... Ich habe sie wirklich erlebt, aber ich erzähle das auch jedem. Das stimmt, ja. Aber inwiefern ist das auch eine Identitätsfrage?
Ich finde das total traurig, ganz ehrlich, wenn man sich so definiert über ein Verkehrsmittel. Also das ist sowas, in dem Buch sind ja auch so Skizzen drin und es gibt jemanden, der wohnt in Stuttgart. Und Stuttgart ist eine krasse Autostadt, der ist der Daimler. Man geht beim Daimler Schawe, ne? Da war schon der Opa am Band und dann ist also, und der jüngere Herr, der mir da, der wollte tatsächlich auch anonym bleiben, was ist übrigens auch eine krasse Side-Effekt von meinen Interviews war, weil nicht alle dazu stehen, dass sie Autos hassen. Also einige, auch selbstständig Tätige, meinten, nee, ich rede nur mit dir, wenn du mich irgendwie verfälscht. Das ist das, wie er, also das kann man jetzt zum Weiten nicht erkennen, aber diese Person verschmilzt eigentlich mit dem Auto in Stuttgart. Ne? Also es ist so ein Teil der Persönlichkeit von den Menschen dort. Wer nachblättern will, ist es Seite 143. In Stuttgart ist das Auto nicht nur alles, sondern die ganze Existenz, ist das Zitat, was er bringt. Und er ist jemand, der nicht der weißen Mehrheitsgesellschaft entspricht und der zu Fuß geht. Und er ist seit Teenager-Jahren gewöhnt, dass er, wenn er zu Fuß geht, durch Stuttgart zweimal die Woche mindestens kontrolliert wird, weil er halt nicht weiß ist und weil das nicht normal ist, in Stuttgart zu Fuß zu gehen. Und wo arbeitet er jetzt? Das zum Thema, jeder kann aktivistisch sein, im Kfz-Zulassungsamt. Und alle, die zu ihm kommen, fragt er, warum brauchst du in Stuttgart ein Auto? Also der ist der Rebell im System sozusagen. Sehr cool. Welche Unterschiede sehen wir da in den verschiedenen Siedlungsräumen, Innenstädte, Speckgürtel, ländlicher Raum? Ich glaube, ja, Sam greift. Also mit Wien-Bezug nehme ich jetzt mal das Mikro in die Hand. ja, Unterschiede sind sehr schwer als eines grob zu fassen. Es gibt natürlich große Unterschiede vom ländlichen Raum, Kernstadt im ländlichen Raum oder auch suburbaner Raum. Natürlich sind wir jetzt nicht alle mit so einem guten Öffi-Verkehrssystem wie in Wien ausgestattet oder mit so guten Alltagsradwegen zum Beispiel. Die vermisse ich teilweise auch noch in Wien, wenn ich dann irgendwo in die Arbeit fahren möchte und dann zum Beispiel mal an einer Ampel stehe, dann die nächste Grünwelle verpasse. Aber das sind dann auch wieder Dimensionen, die eher die Verkehrssicherheit betreffen, weil das Angebot, um zu switchen, sage ich mal, aufs Öffi-System wäre ja da, aber es geht dann auch viel mehr um Leute im suburbanen Raum, zum Beispiel Speckgürtel, die dort wohnen und natürlich aufs Auto angewiesen sind, aber da sind wir auch wieder bei der Luxusfrage eigentlich. Dort wohnt man halt auch nicht in mehrgeschossigen Gebäuden, sondern hat halt dann eher hoffentlich sein Einfamilienhaus und erwartet sich dann bei sowas, so einem Wort überhaupt wie Mobilitätswende, dass dann der Bus in derselben Frequenz vor meiner Haustür fährt, wie ich halt mit dem Auto flexibel einsteigen kann. Und das ist es halt einfach nicht. Aber es ist eben so wichtig eigentlich, gerade diese Leute, die Politik eigentlich gedrängt hat in diese autoabhängigen Räume, dass die sie eigentlich wieder abholen und nicht argumentieren, wir wollen euch das Auto wegnehmen, sondern wir wollen für euch ein Verkehrssystem schaffen, das nachhaltiger ist, flexibel ist. Und dass wir mit diesen Leuten gemeinsam arbeiten und mit diesen Leuten fragen, was sind denn eure Bedürfnisse, können wir euch von dort wegholen und nicht auf politische Argumente hören wie, ihr nehmt mir das Auto weg. Das ist nämlich ein Argument, das ich einfach nicht hören kann, weil ich auch viel im Studium mit Leuten zusammengearbeitet habe. Und wenn man mal Leute befragt, dann sind viele eigentlich nicht froh, dass sie jetzt wirklich von der Autoabhängigkeit, dass sie da reingedrängt worden sind, sondern die wollen eigentlich gerne Ausweichsysteme haben. Ich glaube, ganz wesentlich daran ist, ein Verkehrssystem schaffen. Das ist ja nicht passiert, dass es so ist, wie es ist, sondern das wurde ja gemacht und zwar ganz gezielt, nicht zufällig. Ich glaube vor allen Dingen, was das Problem ist, ist ja, also das fand ich tatsächlich ein bisschen entsetzlich, wie viele Dinge in Deutschland noch auf die Nazis zurückgehen. Ne? Unter anderem die Reichsgaragenverordnung, die vorschreibt, wenn du baust, musst du 1 bis 2 Stellplätze vorweisen, da kannst du dich in Deutschland nur freikaufen aktuell. Das ist immer noch. Der kommt ja auch von euch. Aber es fand ich wirklich interessant, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir in Deutschland schon total
viele Kilometer Autobahn, aber gar keine Autos. Ne? Also es ist so, also ich weiß nicht, wie so eine Krankheit oder fast wie so Krebs irgendwie. Ne? Wuchert, ist toxisch. Und dann bauen wir aber die Gefährte, die da fahren können. Wenn man auf die Nachkriegsjahre in Deutschland guckt, und das war hier vielleicht genauso, da war es eher Zweirad. Ne? Mopeds, Elektro, also nicht Elektrofahrräder, Quatsch, aber mit Benzin unterstützte Fahrräder war das, und Fahrrad an sich. Weil das war eine sehr feministische Mobilität. Du konntest es selbst reparieren, es war nicht teuer. Ja, und auf einmal verschwand das Rad. Ne? Also das sind halt so Sachen, wo du auch denkst, Patriarchat, I hear knocking. Das sind so Dinge, die natürlich auch die erste IAA war total früh. Und da war das so ein Traum, für die Leute dahin zu gehen und diese Autos anzugucken und irgendwann zu sagen, irgendwann kaufe ich mir auch so ein Auto. Und das sieht man heute auch in migrantischen Gruppen, dass das immer noch der Traum ist. Dass es immer noch... Daran wird es abgelesen. Erster Job, Führerschein, erstes Auto. Da verschulden sich junge Leute auch unglaublich. Fast alle Autos werden auf Pump gekauft. Ne, das sind ja so Sachen, das ist ja nichts, wo man investiert und was zurückkriegt, sondern dieses Ding verliert jeden Tag auch noch an Wert. Also es ist insgesamt, je mehr ich da reingeguckt habe, ich gedacht, oh Gott, das ist echt sehr komplexe Abhängigkeit, die wir da haben. Ja. Möchtest du auch noch was dazu sagen, Sam? Ja. Sonst... Wir haben uns ein bisschen ja überlegt auch, wie wir das Buch ins Spiel bringen, und deswegen würde ich Katja jetzt bitten, dass sie uns einen kurzen Abschnitt auch der autogerechten Stadt, der wirklich der so gebauten Infrastruktur ein bisschen auch aus dem Buch vorliest. Ich habe gerade eine aktuelle Folge She Drives Mobility aufgenommen mit meinem Podcast und wollte eigentlich, weil ich so wütend war, 20 Minuten einfach mal sagen, was geht hier eigentlich, und es wurden 40 Minuten, hat mich hinterher selbst gewundert. Und dann habe ich geschrieben, die Überschrift von der Ausgabe ist das Schweigen der Männer. Ne? Also das ist natürlich, ein bisschen Gag ist ja auch erlaubt. Oh Gott, und dann fühlten sie sich wieder angegriffen. Aber ihr werdet merken, warum ich das so nenne, weil es ist tatsächlich ein männliches System. Und damit ist der erste Schritt ja schon getan, wenn man feministische Verkehrswende sagt, dass viele Türen zugehen. Oh, jetzt kommt die mit ihrem Feminismus, jetzt kann er nicht einfach über Mobilität was sagen. Aber es ist halt nicht feminin, sondern es wird alle befreien. Und das war so krass für mich nochmal, so Knoflacher, ne, wo wir in Wien sind, hat er ja auch viel drüber geschrieben, dass wirklich mittlerweile mit der Mobilität viel mehr Zeit verschwendet wird, obwohl wir das Gefühl haben, das Auto ist schnell. Aber es ist ein totaler Trugschluss, weil wir einfach nur längere Kilometer hinter uns bringen und da überhaupt nichts gewinnen. Und ich habe heute auch die Frage gestellt und heute wieder Auto gesessen. Also wir fahren ja auch nicht Auto. Ne, also auch du stehst nicht im Stau, du sitzt im Stau und du bist der Stau. Also auch wie die Sprache sich da so angepasst hat, dass man immer noch denkt, das ist ja ein gutes Gefühl, ich fahre Auto. Nee, das Auto fährt dich und du sitzt drin. So, ne? Also viele Dinge kann man da auch irritieren, wenn man einfach mal andere Worte wählt. Dankeschön. Also ich könnte jetzt an vielen Punkten anknüpfen, vollste Zustimmung bei allem, was du gesagt hast. Wenn wir schon beim Punkt Sprache sind, gibt es da noch ein anderes Anliegen, was mir witzigerweise die Heidi Sequenz gezeigt hat. Das habe ich auf LinkedIn gesehen, auf einem Beitrag. Und zwar ist da letzte Woche ein Unfall passiert auf einer, ich glaube eh in Wien, einer Straße, wo es darum gegangen ist, dass eine Radfahrerin von einem LKW-Fahrer gerammt worden ist. Und wenn wir jetzt eben beim Punkt Sprache sind, ist in diesem Artikel von heute, na gut, es war die heute, drin gestanden, ja, okay, da ist jemand verletzt worden, vielleicht sogar tödlich, aber die zweite ganze Hälfte vom Artikel hat sich eigentlich nur damit auseinandergesetzt, wann diese Straße eigentlich wieder offen ist und wann sie wieder befahrbar ist für alle. Und genau, ja, also als Autofahrer muss man geduldig sein, weil man sitzt da in diesem Auto und wartet, bis es endlich vorangeht. Da ist eine Person angefahren worden, aber hinter mir sind 50 Leute in der Kolonne, es muss halt irgendwann weitergehen. Also allein das, dass wir jetzt dieses menschliche Bedürfnis von eigentlich Verkehrssicherheit und Leben, ein Grundrecht von allen, dahinter stellen, dass ich vorankomme mit meinem Auto zu Arbeit, Freizeit, was auch immer, das ist eigentlich sehr erschreckend. Ich habe mich bei dem Abschnitt aus dem Buch ja sehr, deswegen habe ich ihn auch ausgewählt, sehr, sehr gesehen gefühlt einfach, weil auch der Duktus einfach... Es kommt so gut raus, wie mühsam es ist, damit einfach leben zu müssen. Und wir versuchen es zu verändern, aber
es wird halt, wir treiben uns selber immer und immer weiter rein. Ich möchte aber trotzdem einfach die Frage stellen, wie kommen wir da wieder raus? Also, als ich diese Veranstaltung angekündigt habe, unter anderem halt auf Twitter, hat der Reinhard Steuer, der BOKU-Professor, Klimaexperte, darauf geantwortet. Pflichttermin für den Bürgermeister von Wien ist leider doch nicht da. Herr Katja Diehl könnte ihm erklären, wie man neue Siedlungen im 21. Jahrhundert auch ohne Autobahnbau realisieren kann. Diese Frage müssen wir natürlich jetzt aufgreifen, auch wenn er nicht da ist. Wie erklären wir Michael Ludwig, wie man das könnte ihm ja als Snippet rausschneiden. Ich finde es tatsächlich, das hatten wir jetzt, ich war gerade eben in Basel zu Gast, da gibt es ein Go Simple, eine Art Fortbildung, wo Menschen ihr Leben simplifizieren wollen im Sinne von CO2-Reduzierung. Und da gucken die auf alles Mögliche, Ernährung, Wohnen und heute war halt Mobilität. Und das finde ich total immer interessant, wie wir, also das immer, ich denke mal immer, wir sind sehr ähnlich, Österreich und Deutschland, also wir bauen ja eine Siedlung und denken, so und jetzt mal schließen wir die auch an. Ne? Also ein Kumpel von mir ist 2020 in ein Neubaugebiet in Hamburg gezogen und ich glaube, er hätte es auch gar nicht so schnell gemerkt, weil er ist bei der Lufthansa, also busy, kam aber Corona, Homeoffice. Und er hat mir gesagt, Katja, ich überlege, meine Fenster zu verspiegeln. Ich so, was? Ja, die hatten die Häuser so gebaut, dass man sich wirklich, und ich habe ihn dann besucht und habe das festgestellt, dass man sich wirklich in die Augen geguckt hat. Und es gibt ja wohl nichts, was mehr awkward ist, in der eigenen Küche so zu gucken und jemand guckt dir so von gegenüber in die Augen und denkst so, so, also warum man das nicht versetzt gebaut hat. Es gibt keine ÖV-Anbindung, es gibt Tiefgaragen und es gibt keine Radwege, die dahin führen. Und natürlich fahren alle sofort, die dahin ziehen, ändern die nicht ihre Mobilität, sondern okay, mit dem Auto in die Tiefgarage und dann mit dem Aufzug hoch. In anderen Ländern bauen die erst die Infrastruktur und dann den Ort. Also das ist doch logisch, finde ich, dass man das so rum macht. Und gerade wenn wir doch so Probleme haben mit der Versiegelung von Flächen und mit der Klimaresilienz, die unsere Städte brauchen, aber auch die Dörfer, wäre es für mich total logisch so hinzugucken. Ich habe aber auch mitbekommen, dass auch hier in Wien manche Autoabstellanlagen, ich nenne die nicht Parkplätze, weil Parkplätze haben Bäume, dass sie da die Autos rausgenommen haben, aber nichts danach gemacht haben. Also es muss hier so asphaltierte Autoabstellflächen ehemals geben, wo aber dann einfach nicht, also einfach nur Parken verboten wurde. Und das ist es halt auch nicht. Ich glaube, die Heidi kann davon ein Lied singen. Ganz traurig. Dazu würde ich auch gerne noch einen Punkt bringen, und zwar beschäftige ich mich ja durch die Masterarbeit jetzt auch mehr mit der Bestandsstadt und komme halt auch sehr stark natürlich dahinter, die Energiewende, die ist nicht ohne die Mobilität zu schaffen. Also wenn wir uns jetzt anschauen, in Wien kommen ca. 40% der Emissionen oder eben des Energieverbrauchs eigentlich vom Mobilitätssektor und ein sehr großer Teil davon vom motorisierten Individualverkehr, müssen wir uns natürlich anschauen, wo wir dort wieder wegkommen können. Aber die Antwort ist nicht, wir müssen jetzt jede Siedlung neu bauen und schauen, dass wir die eben anbinden können an die Bestandsstadt, sondern wie schaffen wir es denn, den innerstädtischen Verkehr so zu bauen oder so umzustrukturieren, damit das auch schon energieeffizient umgelegt werden kann. Also ich brauche nicht am Stadtrand ein Vorzeigeprojekt bauen, was aus Supermaterialien besteht und gleichzeitig mit PV-Strom besorgt wird oder Geothermie funktioniert, wenn es dann natürlich wieder nicht erreichbar ist und wenn ich daneben eine ganze Parkgarage bauen muss, damit ich die Autos abstellen kann. Da geht es eben auch sehr stark um die Frage, wie schaffen wir es denn, die jetzigen Siedlungen umzubauen und wie viel Aufwand ist dafür notwendig, weil alles natürlich umzustrukturieren dauert sehr lange. Und ist auch eigentlich nicht zwingend notwendig. Und es gibt so super Beispiele, die jetzt langsam eh einfach größer werden. Also Paris ist ja schon genannt worden, dass es halt mittlerweile versucht wird, Verkehrs zu beruhigen auf unter Anführungszeichen radikale Ebene. Ist eigentlich nicht radikal. Also ich glaube, alle, die da im Raum sitzen, wünschen sich das ja eigentlich eher. Radikal ist sowas wie eine Lobau-Autobahn, für mich zumindest. Oder zum Beispiel Barcelona. Die Superblocks bringe ich sehr gerne ein. Das Beispiel, falls das Konzept nicht bekannt ist, wo eben dann abschnittsweise die Stadtstruktur bzw. im Blockbau gesperrt wird, also dass man zum Beispiel statt jeder Durchzugsstraße gewisse Durchzugsstraßen sperrt und dann wieder als öffentlichen Raum den Menschen zurückgibt und dort einfach wieder mehr Grünraum angesiedelt wird, dort wieder mehr Menschen einfach hingehen und dass so schrittweise die Stadt einfach wieder polyzentral wird. Und als ursprüngliche Befürchtung war von den PlanerInnen dort,
dass dann natürlich, da auch, dass jetzt in gewissen Straßen der Verkehr nicht mehr rein kann, dass sich dieser Verkehr umverlagert auf andere Straßen und dann die lauter werden oder schmutziger werden. Und es ist eben nicht passiert, sondern rausgekommen ist, dass 30% weniger Verkehr überhaupt gemessen worden ist. Und das sind eigentlich die Zahlen, die ich bei uns in der Politik sehr stark vermisse. Es wird immer gesagt, ah nein, dann wird es wieder an anderen Stellen lauter und man muss vor jede Haustür mit dem Auto kommen, weil das ist ein Grundrecht, überall hinzukommen. Ja, aber sage ich auch als Fußgängerin, ich möchte überall hinkommen, ohne dass ich von einem Auto überfahren werden muss. Wobei, glaube ich, beim Superblock das Prinzip ja schon ist, dass man noch so gut wie überall auch durchaus hinfahren kann. Aber wenn man irgendwo reinfährt, dann fährt man auch gleich wieder raus. Genau, also als Anrainerin kann man schon rein, aber das sind ja nicht alle. Und das heißt, die Autofahrten sind halt dann um, ich glaube, 80% oder 90% reduziert. Je nach Straße hat man das mal berechnet in Barcelona. Genau, und Schrittgeschwindigkeit bzw. 10 km/h sind da drin erlaubt. Mir fällt in dem Zusammenhang noch eine Geschichte ein, wieder aus unserem Bezirk. Du hast sie vielleicht schon gehört. Der dritte Bezirk ist ja so wirklich so durchschnittlich, dass er ein Innenstadtbezirk ist eigentlich, aber er geht relativ weit raus und es gibt auch noch einige Stadtentwicklungsgebiete, was in Innenstadtbezirken sonst eher selten ist. Und eins davon lag so am Donaukanal. Donaukanal ist natürlich eine riesengroße Ausfahrtstraße hinaus. Waterfront, Erdberg hieß das, nur dass es halt nicht ganz am Wasser liegt, weil dann noch eine mehrspurige Straße dazwischen ist. Und wir haben dann gefragt, wie ist denn dieses Stadtentwicklungsgebiet vom Verkehr angebunden? Und die Antwort war, wieso, die Garagen gehen doch eher alle auf die Straße raus. Das ist nichts Besonderes, oder? Das kommt überall so vor. Also es gibt auch nichts Traurigeres als Supermarktplätze sonntags. Also wenn man da an diese Orte halt fährt, die nur dem Konsum dienen und dann sieht, was an diesen Orten halt sonntags ist, es ist ja genau das, was eben das Toxische war an diesem Autokult, dass wir einfach nicht durchmischte Zonen haben. Und da gibt es auch jetzt mittlerweile, Amerika hat ja die Städte mit den Autos gebaut, da gibt es richtige Probleme bei Großwetterereignissen, weil das Wasser nicht versickert, also amerikanische Städte haben da richtige Probleme, weil so richtige Sturzfluten da auch durch Städte, wo man nie gedacht hätte, dass es da in Texas oder so solche Probleme gibt. Und das ist halt so, dass ich da manchmal sitze und sage, können wir mal, also hier ist ein pinker Elefant im Raum, warum seht ihr den nicht? Das ist der Autoverkehr. Also dieses Drumherum-Gelaber, dass man halt Angebote schaffen muss und alle mitnehmen soll und Technologieoffenheit und es geht ja auch nicht so schnell. Und dann bin ich in Städten gewesen, ich war ja jetzt 5 Wochen auf Interrail Paris und alles angeguckt und natürlich werden die gehasst. Also Anne Hidalgo in Paris, wenn du den Namen nennst, so reagieren die Leute. Und ich kam halt an, komplett übernächtigt mit dem Nachtzug, weil ich auch ein bisschen so, ah ja, endlich mal frei und so, Faltrad aufgeklappt, konnte sofort Radfahren. Also ich habe gesagt, also in welcher Stadt in Deutschland geht das, dass ich aus dem Bahnhof komme und sofort eine geschützte Protected Bike Lane habe? Komme bei meinem Apartment an, weil ich wollte halt lokal wohnen und nicht im Hotel. Schlüsselübergabe, es parkt ein SUV im Halteverbot mit Warnblinker und ich dachte, oh, lass das nicht mein Vermieter sein. Er war mein Vermieter und der hat genau diese Reaktion gezeigt und wir sind dann im 5. Stock und dann habe ich ihm gesagt, ja, aber was ist denn das Problem? Also wir im Ausland finden Anne Hidalgo so toll und er so, ja, die ist korrupt und die ist wahnsinnig und was die macht und das ist, wofür die Geld ausgibt. Und ich kann nicht mehr vor der Haustür parken. Ich so, ah, now we're talking. Ist das vielleicht die Wut? Und dann haben wir noch ein bisschen gesprochen, dann habe ich mir das erklären lassen. Dann meinte er, wir konnten mal runtergucken, weil 5. Stock. Ja, es waren halt 4 Autospuren, 2 Gehwege und jetzt sind es 2 Gehwege, 2 Radspuren und 2 Autospuren. Ich so, aber es klingt doch eigentlich danach, dass es jetzt eine Gleichberechtigung gibt. Und dann irgendwann am Ende, bevor wir uns verabschiedet haben, meinte er, ja, du hast recht, es ist schon auch leiser geworden und es stinkt nicht mehr so. Ich so, ja, aber das ist doch voll der Vorteil. Aber du musstest auch diesen Mann zum Jagen tragen, weil er einfach nicht mehr vor der Haustür parken kann. Und daher kam der ganze Hass von diesem Typen gegen diese Veränderung, von der er eigentlich gesundheitlich und sonst auch was hat, ne?
Ich glaube, ein Konzept, das man da jetzt in diesem Zusammenhang unbedingt noch bringen muss, das auch in Wien ja schon vorgestellt worden ist, noch in der letzten Periode von der Birgit Hebein, ist die, bei uns hieß es die Viertelstundenstadt, die 15-Minuten-Stadt. Inzwischen ist ja der TikTok-Mobilität ein bisschen strenger geworden und spricht von der 10-Minuten-Stadt. Du hast dazu auch ein kurzes Stück in deinem Buch, wenn ich dich bitten darf. Danke. Sam, du hast das ja schon angesprochen, auch die Superblocks, um die Stadt ein bisschen polyzentrischer zu machen. Wir nehmen jetzt das so ein bisschen wahr, oder zumindest nehme ich so wahr in der Bezirkspolitik, dass Wien ja nicht so wie Barcelona mit geraden Straßen und Blöcken aufgebaut ist, sondern da sehr viel sehr verwinkelt ist und eine Straße dann auch bald wieder aus ist, wo es dann keine Straße gibt, die dann noch weiterführt, um das wieder rauszuleiten. Habt ihr da schon Ansätze, wie man das in so einer Stadt tatsächlich auch umsetzt? Also es gibt, was jetzt Superblocks betrifft, tatsächlich auch ein paar Studien, die eigentlich sagen, dass Wien weniger geeignet ist für Superblocks, weil wir eben ein anderes Straßensystem haben. Also Barcelona ist ja wirklich gitterförmig geplant, während Wien eben auch sehr viele verwinkelte Straßen hat. Trotzdem stelle ich jetzt einfach mal die sehr gewagte These in den Raum und sage, dass es nicht notwendig ist, durch jede einzelne Straße durchzufahren mit dem Auto. Ja, natürlich für AnrainerInnen ist das immer eine Option, das soll auch immer so bleiben, aber ich schaue jetzt mal da raus beim Fenster und sage mal, es sind noch nicht viele Autos vorbeigefahren, aber trotzdem stehen halt sehr viele Autos da. Ist es notwendig, dass da jetzt auch Autos stehen? Und in diesem Sinne würde ich dann auch einfach mal vorschlagen, ja, man muss ja nicht unbedingt einen Superblock draus machen. Das wird dann auch einfach groß geschrieben als Marketing, weil es auch ein super Projekt ist. Aber es ist eigentlich nicht viel dabei, den Gehsteig abzusenken, ein Schild hinzustellen, dass das jetzt eine Wohnstraße ist, aber eine Wohnstraße wirklich auch so umzusetzen, dass sie kindgerecht ist, wo ich meine Kinder tatsächlich draußen spielen lassen wollen möchte und nicht sowas habe vor der Straße. Ich nehme jetzt aus dem Publikum schon ein bisschen wahr, dass ein paar Leute was sagen wollten. Kann das sein? Gibt es Wortmeldungen? Bitte. Ich würde gerne eine Idee oder einen Denkanstoß in die Runde schmeißen, weil die meisten Menschen sonst können auf die Auto nicht verzichten. Und ich zweifle es an. Wie wäre es, wenn man jemanden, der ein Auto anmelden möchte, dass er eine gewisse niederschwellige Bedarfsprüfung durchgehen muss? Ich möchte ein Individualauto anmelden, dann muss er einen gewissen Bedarf nachweisen, sozusagen. Er kann keine andere Fortbewegung haben oder er ist nicht in einem Raum, wo er Öffis hat, die ständig fahren oder er muss irgendwas transportieren oder ähnliches. Ist das etwas, was man sich schon überlegt hat? Also es gibt in Asien die Regel, du kannst kein Auto zulassen, wenn du keinen Stellplatz hast. Und das ist halt schon, das wäre schon mal was. Ne, das würde das tatsächlich limitieren. Was ich total interessant finde, dass ich dann doch, das sind so die guten Momente, wo ich merke, da klickt was in den Köpfen. Eine Dame hat mir letztens bei Twitter geschrieben, warum denken eigentlich alle, die eigentlich Lastenrad fahren wollen, wo stelle ich das Ding eigentlich hin? Kein Automensch macht sich Gedanken, wo stelle ich die Karre eigentlich hin? Das ist so ähnlich, sage ich immer, ja, ich bin jetzt in diese Wohnung gezogen. Ich dachte, das sind 3 Zimmer, sind es gar nicht, sind 2. Hast du was dagegen, wenn ich meinen Schrank vorne vors Haus stelle? Weil ich kriege das nicht mehr in meine Wohnung. Also das ist halt bei Automenschen so, die sind ja so erzogen, dass für sie die Welt funktioniert. Das, was du da schilderst, finde ich natürlich eine gute Anregung, weiß man halt nicht, wie der Papiertiger dahinter ist. Also ich glaube tatsächlich, dass wenn wir nur Angebote schaffen, erreichen wir nichts, wir müssen halt, und das habe ich gesehen, es funktioniert. Was mich super beeindruckt hat, waren die baltischen Staaten, Tallinn. Die haben zum Beispiel den Sommer jetzt genutzt, Parkspuren raus, rot angemalt, abgepollert, sofort ein Gehweg. Und ich glaube, wenn solche Sachen kommen, dass ein Mensch im Auto sitzt und immer von Radfahrern überholt wird, da passiert eher was, als wenn alle im gleichen Stau sitzen. Denn was du adressierst, das ist de facto ja schon längst da, wenn die Straßenverkehrsordnung durchgesetzt würde, jeden Tag. Da würden schon ganz viele Dinge verschwinden. Bei mir zum Beispiel vor der Haustür darfst du nur 1,8 Tonnen hinstellen. Und die meisten Autos, die SUVs sind, wiegen mittlerweile über 2 Tonnen. Und das ist ein ganz großes Problem auch für die Bäume, weil das wird dann verdichtet. Also ein Bekannter von mir ist Baumpfleger, der hat mir das mal erzählt, wie krass das auch ist, weil wir ja die Bäume unbedingt brauchen.
Und eine Anne Hidalgo hat halt einmal über Nacht 10.000 Parkplätze abgeschafft und begrünt. Also es sind halt Momente, die die schaffen, dass du von jetzt auf gleich merkst, krass, wie sie, also wenn jetzt heute an der Seine, da war mal eine 8-spurige Autobahn, wenn da heute jemand mit dem Mikro hingeht und sagt, na und, Autos zurück, ja oder nein, dann werden die wahrscheinlich sagen, nee, um Gottes Willen. Deswegen glaube ich nicht, dass nur das Reflektieren von Auto hilft, sondern wir brauchen einfach politische Führungskräfte, die auch aushalten, gehasst zu werden für das Gute, was sie tun, und diese Zonen zu schaffen und mal einen Bezirk von Wien komplett so umzukrempeln und am besten auch nicht da, wo die Hipster wohnen, sondern vielleicht da, wo sozial, finanziell Schwächere wohnen. Ne? Diese Bedarfsprüfung würde dann praktisch landesweit gelten. Und natürlich würden die Politiker, die sowas einführen, gehasst werden und würden Mut brauchen. Aber ich behaupte, dass mindestens schon 10% durch den Rost fallen würden. Alle die Zweitwagen, die sagen, ich brauche einen SUV und ein Cabrio und noch etwas, die würden dann schon einmal wegfallen. Und Entschuldigung, wir müssen jetzt ein bisschen schauen, dass es nicht zum Dialog aushaltet. Okay. Der Rüdiger wird voll gerne auch schon was sagen. Zwei Sachen. Das eine war, wie wir die Marieferstraße gemacht haben. Bin in die Begegnungszone hinaufgegangen, ist eine Frau von hinten mit einem Auto herangefahren und hat zu mir gesagt, das geht nicht, dass sie da gehen. Da vorne ist die Fußgängerzone, sie haben da nichts verloren. Es war interessant einmal. Wem gehört der Straßenraum? Das war das Erste. Das Zweite ist gleich dazu, ich habe natürlich in Barcelona auch diese schönen Dinge angeschaut und da war was ganz was Besonderes. Die haben in Wirklichkeit nicht gewartet, so wie wir das in Wien machen, dass man einfach alles gestaltet. Sie haben einfach in Wirklichkeit ganz schiere Betonboller hingestellt und haben in Wirklichkeit das abgegrenzt, dort in Wirklichkeit Grünflächen errichtet, kurze Spielplätze und es war aber auf einer Hauptstraße, wo vorher 4 Streifen waren. Da denke ich mir, die Frage ist nur, wenn man den Autofahrern was wegnimmt, dann schenkt man ihnen ja Leben und Lebensqualität eigentlich dafür. Wieso gelingt uns das nicht? Oder machen wir es einfach vielleicht? Ja, das ist ja das Interessante, was ich auch immer denke. Ihr habt uns das ja geklaut. Also das ist ja nicht so, dass das eure Privilegien ein Recht sind, sondern ihr habt uns das geklaut. Und dieser Begriff ruhender Verkehr sagt ja schon alles aus. Und das erst seit dem Ende der 60er Jahren darfst du überhaupt in Deutschland dein Auto in den öffentlichen Raum stellen. Vorher war das verboten. Da musstest du es in die Garage stellen oder auf deinen eigenen Grund. Und da hat sich aber jemand durch alle Instanzen geklagt. Seitdem gibt es den ruhenden Verkehr. Ja, oder ein Sofa. Also ich kann ja auch sagen, hier mein Sofa, es bewegt sich ja auch nicht. Warum ist das eine Ordnungswidrigkeit? Und der andere darf, also ich sehe ja auch, wie Autos benutzt werden. In Hamburg zum Beispiel hast du manchmal keinen Keller und keinen Dachraum und die lagern da Sachen drin. Also Kinderwägen und alles Mögliche. Ne? Es ist ja auch manchmal, wenn man so beobachtet, wenn sich wochenlang Autos nicht bewegen und man guckt dahin, was da drin liegt, dann weiß man auch, okay, es ist eine gewisse Auslagerung. Ich glaube tatsächlich, dass wir mehr in diese Versuche gehen sollten, ankündigen, wir machen das jetzt ein halbes Jahr. In Berlin zum Beispiel ist der Gräfikiez gerade ohne Autoabstellflächen, wird auch ein halbes Jahr als beobachtet. Das muss natürlich funktionieren, also die stehen mega unter Druck. Aber im ersten Moment ist so ein Reporter da durch und dann sagt so ein kleiner Junge, ich glaube 8 oder 9 Jahre, oh, ich weiß nicht, dann ist die Stadt ja nicht mehr schön, wenn die Autos weg sind. Also Kinder haben wir schon so erzogen, dass sie es schön finden, dass da Autos stehen, weil sie es einfach so gewohnt sind. Und das ist sowas, das macht mich so betroffen, ne? Weil auch auf der IAA, das erste Mal in meinem Leben war ich da, internationale Autoausstellung ist schon so der Begriff, oh, wie die da von den Autos hängen. Da, also auch junge Menschen, wo du auch denkst, tja, was habe ich für euch als Ersatz? Ne? Weil viele, da geht es nicht um Mobilität von A nach B, sondern da gibt es ja, das Auto macht als erstes den Eindruck und dann erst die Person. Ne? Also es gibt ich war jetzt ja 5 Wochen nicht in einem Spüttel, ich kam mir vor, als wären die Autos sowas wie Gremlins über Nacht mit Wasser bespritzt und haben sich alle nochmal vermehrt. Da gibt es gerade Sachen, wo ich denke, vielleicht machen die auch einfach schon eine Vorbereitung auf die Klimakatastrophe, weil Hamburg wird ja absaufen. Da gibt es jetzt Autos mit so Bojen dran und Leitern und Einschrittstufen. Dann habe ich so ein Escalade, habe ich im Internet nachgeguckt, was ist das eigentlich, Escalade, wo ich dachte, hä, wie kommt man denn in dieses Auto rein? Bin stehen geblieben, habe gedacht, 5 Minuten warte ich und vielleicht passt es ja. Dann kam der Herr, dem das gehört hat,
zwei Trittstufen fahren sich da raus. Und der, ich habe ihn so richtig fassungslos beobachtet und dachte, weil er wahrscheinlich dachte, ich finde das total cool, was da gerade passiert. Aber ich habe nur gedacht, du kaufst dir ein Auto, in das du nicht reinkommst. Ne? Also, und das sind die Momente, wo ich merke, okay, Katja, das ist so viel mehr als diese Mobilität. Und deswegen braucht es dieses Brachiale. Ich sage auch allen, recherchiert mal, ob irgendwelche Unternehmen, die Poller herstellen, an der Börse sind. Diese Aktien werden steigen in den nächsten Jahren. Weil ich habe noch nie so viele Poller gesehen wie auf meiner Interrail-Tour. Also wo du auch dachtest, dass, ja, aber es funktioniert nur mit Pollern. Weil sonst wird falsch geparkt und gefährdet. Das geht nicht mit Regeln. Das geht nur mit Verboten und Pollern. Das ist das Traurige. Ja. Ja, hört man mich? Also ich finde es ja ganz toll, die Vision der Mobilitätswende, und ich bin da 100% dahinter. Und ich bin auch genauso unzufrieden mit dem Status quo, wie es jetzt gerade ist. Aber mir geht es darum, was kann ich persönlich tun? Zum Beispiel jetzt in einer Stadt, Wien, wo die Stadtregierung unwillig oder zögerlich ist, was kann ich tun? Und ich versuche in der Stadt auf mich aufmerksam zu machen mit dem Fahrrad und aufzuzeigen, hey, ich brauche Platz, ich will Platz. Und es endet einfach viel zu oft in Konflikten, die natürlich nicht zum Ziel führen. Und ich brauche so diese, ein bisschen die Vision, was kann man machen, ohne dass es von der Stadtregierung aus passiert. Und ich würde gern mehr so Initiativen sehen, die so entstanden sind und die etwas bewegt haben. Ja. Ja, also ich finde das, ich unterstütze das auch, also ich finde es total wichtig, dass ihr da arbeitet und dass ihr dass das verkehrsberuhigend ist. Aber ich will Folgendes einwerfen, weil das Auto als so männlich betrachtet wird. Wenn das Auto selbst fahren würde oder wenn es ein Dienstleistungsthema wäre, dann wäre es, glaube ich, besser für die ganze Mobilität im Endeffekt. Also wenn es praktisch das selbstfahrende Auto geben würde oder das Taxi geben würde, oder dann ist die Priorität eine ganz andere, und es gibt nicht dieses, ich muss mir ein Auto kaufen oder ich möchte so schnell sein wie in der Formel 1 oder ich möchte so super toll unterwegs sein wie mein Nachbar oder solche Sachen, dann fallen diese männlichen Triebfedern, ein Auto zu kaufen, weg. Also zumindest ist das meine Beobachtung. Also ich bin eigentlich ein bisschen so auf dem Denken, autonomes Fahren würde eigentlich das bringen, und das würde auch der Autoindustrie entgegenspielen. Wenn wir sagen, ja, wir wollen Verkehrsberuhigung, aber zusätzlich auch noch autonomes Fahren, mehr Dienstleister in diesem Bereich. Okay, das war eine Frage. Ich mag deinen Optimismus. Weil ich nehme das nicht so wahr. Ich nehme wahr, wenn ich auf Panels sitze, dann mal auch wieder zwischendurch die einzige Frau bin, dass sich Herren über dieses autonome Fahren unterhalten und ich irgendwann einhake und sage, darf ich mal eine Frage stellen? Ihr seht das aber schon als ÖPNV, oder? Und dann merkst du, die denken, Privatauto fahren autonom. Also die haben noch nicht den Shift im Kopf, dass auch das, was geteilt werden muss. Und autonome Fahrten machen nur Sinn, wenn die Teil vom ÖPNV sind und wenn sie nicht da fahren, wo auch ÖPNV vorhanden ist. Weil dann kannibalisierst du. Das haben wir bei Uber gemerkt. Ich habe jetzt hier zwei Taxifahrten. Ich rede ja immer mit allen, die nicht bei drei auf den Bäumen sind. Das ist ein Tipp übrigens über Mobilität. Taxifahrer sind auch immer eine sehr gute Quelle. Und die haben so abgekotzt über Uber und was hier möglich ist mit Uber, dass die Preise anpassen können irgendwie. Es ist in Deutschland nicht durchgekommen, also gerne mal in meinen Podcast. Ich habe über die sogenannten Uber-Files, wo ja, also unfassbar, was da an Lobbying gemacht wurde. Das Ausmaß ist also ekelhaft. Und ich will Mobilität nicht als Dienstleistung, die bezahlt wird und wirtschaftlich sein muss, denken. Das können die Reichen sich einkaufen, das werden sie immer tun. Ich will eine Basismobilität, ich will Basiswohnen, Basisgesundheit, Basisenergie haben. Weil wenn du damit Gewinne machst, und das merken wir gerade am deutschen Gesundheitssystem, das crasht.
weil die Privatpatienten sich da in der Corona-Pandemie auch alles leisten konnten. Und, ne? Also da war nicht vor, ich bin bei dir, zum Beispiel meine Idee, und das wird auch in Hamburg gerade, nicht meine Idee, Katja, also es ist eine Inspiration, die ich aufgenommen habe, Carsharing so zu denken. Dass wenn du ein Auto brauchst, das Carsharing so funktioniert. Weil im Moment ist das Problem ja, sicher sind die stationären Stationen, weil da kannst du es buchen, da steht es auf jeden Fall. Diese Free-Floating-Dinger ist ja ehrlich gesagt just for fun, das ist so ein bisschen wie Junkfood. Das ersetzt nicht unbedingt Autos. In Hamburg nutzen Leute Free-Floating, das sind die, die ihr nicht wieder abstellen müsst, sondern da, wo ihr gerade seid. Leute nutzen das, um ihren Parkplatz nicht zu verlieren. Also das ist schon auch wieder, wo ich so denke, krass. Beim Carsharing zum Beispiel kann man das so denken, finde ich. Plus, dass du nur die Strecke zahlst und nicht die Zeit. Dass du also auch mal raus aus Hamburg fahren kannst und wieder zurück. Weil viele sagen, Carsharing ist für mich zu teuer, weil ich zahle es ja die Minute. Und das ist nicht das System. Zu deiner Frage, ich habe das heute, als ich da bei diesem Frühstücksfernsehen saß, die Straßenverkehrsordnung gilt ja ab heute, mach doch mal samstags Poolnudeltag. Also fahrt halt mit der Poolnudel am Rad hinten, die zeigt, du musst hier Abstand halten. Und wenn du das mit einer Gruppe machst, in Berlin gibt es so Aktionen, wo das getan wird, einfach um zu zeigen, das ist jetzt hier Gesetz. Du musst 1,50 Meter Abstand halten. Wenn du das nicht kannst, dann hast du mich nicht zu überholen. Weil das Geilste sind ja Autofahrer, die sagen, und dann hat er mich noch aufs Dach geschlagen. Wo ich sage, ja, dann waren sie zu nah dran. Weil wenn er ihn aufs Dach schlagen konnte, da haben sie den Abstand nicht eingehalten, ne? Und das kann man, glaube ich, als Gruppe auch ein bisschen humorvoll machen. In Deutschland sehr erfolgreich waren die Radentscheider. Das ist etwas, was jetzt auch im ländlichen Raum stattfindet, wo auch Menschen im ländlichen Raum sagen, wir wollen hier sichere Radinfra, weil Infrastruktur, weil mit E-Bikes können wir ganz anders berufliches Pendeln auch denken. Also da vielleicht auch mal gucken, was könnten Beziehungen sein, die man mal ganz anders darstellt, die normalerweise immer gegeneinander ausgespielt werden. Und ich habe ein Feuerwerk in meinem Herzen gehabt. Raul Krauthausen ist ein Freund von mir, der sitzt im Rollstuhl mit der Glasknochenkrankheit. Und wir waren zusammen eingeladen, 13 Fragen heißt das Format, beim ZDF, also deutsches Fernsehen. Und ich hatte immer die ganze Zeit schon ein inneres Augenrollen, weil du wirst halt gegen Autofahris dann gestellt, ne? 3 gegen 3. Und was passierte? Dieser kleine Mann im Rollstuhl hat so einen Rant abgelassen gegen Auto. Und ich dachte nur, wenn ich das sagen würde, eure Party ist vorbei, ihr habt uns den Raum geklaut. Und wenn ich über einen Zebrastreifen, der ist dann auch tatsächlich leider hinterher von einem SUV angefahren worden, weil er halt zu klein war. Aber der durfte sogar ausreden mit der Beschimpfung, weil die alle gedacht haben, wieso redet er denn jetzt so, wie Katja normalerweise redet. Also auch da mal gucken, wen könnt ihr mitnehmen, Kinder, SeniorInnen, Menschen mit Behinderungen und für die sprechen. Weil das ist ja das, was ich gemacht habe. Damit habe ich zwar meine Lektorin ein bisschen wahnsinnig gemacht, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt angefangen zu schreiben, aber ich muss noch 60 Interviews machen. Sie so, du musst auch abgeben, das weißt du, ne? So, ja, schaffe ich. Ich habe denen hier Sendezeit gegeben, dass die mit ihren Geschichten einfach mal erzählen, wie ist es aus ihrer Perspektive, will die Krankenpflegerin wirklich immer mit dem Auto zur Arbeit oder will sie vielleicht lieber Bus fahren? Ne? Also auch da mal zu schauen, was kannst du in deinem Kiez machen, welche Leute gibt es da, denen du die Stimme verleihen kannst, weil wir sind hier alle sehr homogen und privilegiert, wie wir hier gerade sitzen. Andere haben die Zeit nicht und die Kapazität und das tut gut, weil du dann merkst, dass die können da selber nicht für Sorge tragen, aber du nimmst ihre Sorgen vielleicht mit und sagst, nee, ich habe mich hier mit einem Nachbarn unterhalten, der will gar nicht Auto fahren. Das wäre so mein Tipp, weil das ist etwas, wir sind ja soziale Wesen und das ist etwas, wenn du für andere auch einstehen kannst, was immer auch gut tut. Ein Thema, das jetzt ein paar Mal gekommen ist, das ich noch ein bisschen mehr beleuchten wollen würde, das ist so diese sekundäre Funktion vom Auto, also erweitertes Wohnzimmer. Aber du sprichst auch ganz viel von inklusiver Mobilität, wo es ja auch für ganz viele Leute darum geht, das Auto als Safe Space, Transpersonen, die sich gar nicht in die Öffis trauen, weil sie da einfach in der Öffentlichkeit sind und nie wissen, was auf sie zukommt. Menschen mit Behinderung hat man ja noch am Radar, aber zumindest mir als weißen Cis, wenn schon nicht Heteroman, ist die Mobilität von Frauen und die Bedürfnisse ja nicht so automatisch, so dass sie sich erschließt. Und dir ist es ein ganz besonderes Anliegen, auch auf diese Gruppen hinzuweisen. Und was gibt es denn da für Lösungen?
da gibt es ja den Kai, der einfach den Satz gesagt hat, von Anfang an für alle. That's it. Also du musst in dem Moment, wo du Mobilität baust und wo du Sachen planst, alle Gruppen am Tisch haben. Andreas Scheuer, unser vorheriger Verkehrsminister, hatte in den letzten 4-5 Monaten in den ersten 3 Führungsebenen keine einzige Frau. Und die Typen sahen aus, als wären sie Brüder. Also das ist etwas, wo Menschen natürlich auch gar nicht böswillig, das will ich gar nicht sagen, aber wenn ich mich mit 6 Katjas morgens hinsetze und sage, ich habe hier eine Idee, ey, wie findet ihr die? Dann sagen die anderen Katjas natürlich, geil, das würde ich genauso auch machen, coole Idee, weil ich nicht alles mitdenke. Und dann sind die natürlich in so einem Rahmen auch von Hyperloop begeistert und bauen sich einen Flugtaxistand am Münchner Hauptbahnhof und lösen aber nicht die Probleme von heute. Und das ist halt etwas, das schmerzt. Das haben wir in allen Debatten um Rassismus, Sexismus, Behindertenfeindlichkeit, dass wir alle gute Menschen sein wollen, aber nicht so sozialisiert wurden, dass wir gute Menschen sind. Sondern wir haben ganz viele vergessen. Und deswegen ist dieser Satz, wir müssen alle mitnehmen, die größte Lüge der Welt, weil wir schon vor 30 Jahren ganz viele an der letzten Haltestelle haben aussteigen lassen und nicht mehr mitgenommen haben. Und wenn wir für Minderheiten sorgen, ist für Mehrheiten immer gesorgt. Wenn zum Beispiel eine Bank irgendwo ist, dann kann sich die hochschwangere Frau mal hinsetzen, der ältere Mensch. Jemand, der viel eingekauft hat, kann eine Pause machen. Also das sind ganz viele Dinge, wo ich totalen Mehrwert sehe und jeden Tag auch gerne was dazulerne, was ich wieder vergessen habe. Und ich habe dieses Buch auch geschrieben und dachte, boah, in einem Jahr denkst du, boah, jetzt hast du da alles vergessen. Aber da offen zu sein und zu sagen, ja, ich bin sexistisch, rassistisch, wie auch immer, sozialisiert worden, aber ich arbeite täglich daran, dass es besser wird und ich arbeite an der Lösung mit. Und wenn wir da von Anfang an für alle denken, dann ist so viel möglich, weil ich finde, das ist auch so ein schönes Gefühl, dass man merkt, dass mehr Leute in den Bussen und Bahnen sitzen, dass mehr Leute sich trauen, Fahrrad zu fahren. Weil du bist wahrscheinlich jemand, der sehr selbstbewusst Fahrrad fährt. Ich kenne aber Menschen, die lange nicht Fahrrad gefahren sind, die trauen sich gar nicht mehr drauf, weil sie denken, ich weiß gar nicht, ob ich das kann und dann muss ich da mit den Autos und Dooring-Zone, also dann kann die Tür aufgehen und gleichzeitig muss ich doch 1,50 Meter. Also da gibt es einfach wirklich Probleme, dass Menschen, die schwach sind, nicht stattfinden und dann eher im Auto sitzen oder, weil du von der Transperson gesprochen hast, zu Hause bleiben, weil sie mehrfach marginalisiert sind, weil Transpersonen auch oftmals arme Personen sind, die dann halt sich das Auto nicht leisten können, aber vor der Bus- und Bahnsituation Angst haben, weil es da Übergriffe gab, ja. Und ich finde es total schön, so eine Gesellschaft von morgen zu bauen, die allen ermöglicht, diese Abhängigkeit nicht zu haben, die allen ermöglicht, gut mobil zu sein und zu den Zielen zu kommen. Also das 9-Euro-Ticket in Deutschland hat ja so schöne Geschichten hervorgebracht, weil gerade Menschen in Armut einfach auch ihre Verwandten besuchen könnten. Erst einmal am Meer gewesen. Ich habe auch einen Twitter-Space dazu gemacht. Was fällt unseren Politik-Dudes ein? Ja, es wäre Gratis-Mentalität und es wurden überflüssige Wege angetreten. Wo ich so denke, im Auto natürlich nie. Weil das ist per se ausgeschlossen. Gestern haben die von Aufstand der letzten Generation Tempo 100 gemacht. Sind mit 3 Autos einfach auf einer 3-spurigen Autobahn 100 gefahren. Was ist das Problem? Das geht ja gar nicht und so weiter und so fort. Also du merkst richtig, wie das in den Leuten, die Auto fahren, auch drinsteckt, dass sie auf dem richtigen Weg sind und dass das aber nicht so ist. Die Reaktionen, wenn ihr bei Twitter seid, sind Gold. Also die Kommentare, das fragile, fossile Autopatriarchat dreht total durch unter dieser Aktion. Aber es zeigt halt, wir brauchen diese Gemeinschaft derjenigen, die neu gestalten. Und wenn wir in Deutschland zum Beispiel kein Tempolimit kriegen, dann müssen wir es halt machen. Das geht aber nicht mit Freiwilligkeit. Und ich glaube, da halt in euch alle zu pflanzen, für die Menschen mitzudenken, die ihr gerade nicht im Bus oder in der Bahn seht und wenn ihr mal wieder Bus oder Bahn fahrt oder auch zu Fuß geht, dann merkt ihr, wer fehlt hier eigentlich. Das wäre für mich was total Schönes, wenn wir es zusammengestalten. Ne? Vielleicht nur ganz kurz im Anbetracht der Zeit, aber es passt auch vielleicht ganz gut zu der Frage, die vorgestellt worden ist, bezüglich autonomen Fahren.
Und zwar zwei Punkte dazu. Also wenn ich in der Nacht unterwegs bin, dann fühle ich mich sicherer, wenn eine Person vorne am Steuer sitzt oder fühle mich sicherer, wenn dort eine Person einfach dabei ist und das nicht wirklich automatisch gelenkt oder gesteuert wird, sondern eine Person, an die ich mich wenden kann, falls irgendwas passieren würde. Und da spreche ich aber wahrscheinlich nicht nur für mich als Frau, sondern von mir aus auch für Minderheiten oder für Personen mit eingeschränkter Mobilität, also Personen, die vielleicht nicht am Abend in der Nacht noch einfahren möchten. Und der zweite Punkt, der mir auch eben zum automatisierten Fahren einfällt, solange das nicht als Teil vom öffentlichen System betrachtet wird, wie du es eben gesagt hast, hat es auch insofern keinen Sinn, dass wir einfach wissen, dass Mobilität auch einfach irgendwo genderabhängig ist. Sprich, wir wissen, dass eines von vielen Beispielen, dass immer noch sehr viele Frauen eigentlich vermehrt in Teilzeit arbeiten, weniger Männer in Teilzeit arbeiten und natürlich dadurch sich die Alltagsmobilität ganz anders auswirkt. Also wir wissen, dass halt dann Frauen mehr zum Beispiel auf die Kinder aufpassen oder dass zum Beispiel mehr Care-Arbeit von ihnen erledigt wird und dadurch andere Mobilitätsbedürfnisse entstehen, die nicht immer mit einem zweiten Auto zu machen sind. Da hätte automatisiertes Fahren nur wirklich Sinn, weil es eben als ÖPNV-System betrachtet wird. Ich hätte jetzt noch ganz, ganz viele Fragen, aber die Zeit ist schon fortgeschritten und eigentlich wollten wir um 9:30 fertig sein. Deswegen würde ich gerne noch einmal für ein paar abschließende Fragen dem Publikum das Wort geben. Der Christian hat sich vorher schon gemeldet. Ja, ganz kurz, weil wir auch das Thema hinten auf der Wand hatten, Wien als europäische Bahn. Hauptstadt, irgendwie, was sagt man aus Deutschland zu der Idee? Würde man das irgendwie als realistisch einschätzen? Oder ich meine, wir haben immerhin die ÖBB hat die Nightjets quasi von Deutschland quasi übernommen und ja, ich weiß jetzt nicht, inwieweit die allwissende Weisheit der ÖBB da im Vorhinein war, aber ich glaube, sie haben das schon irgendwie gut eingeschätzt oder besser eingeschätzt als die Deutschen. Wir haben das Klimaticket jetzt auch schon länger, auch mit dem Argument, kann man notwendige Fahrten machen oder einfach die Mobilität insgesamt einfach anstreben oder anfeuern. Wie sieht man das aus Deutschland? Also diese ganze Bewegung Zug statt Flug basiert natürlich auf einem europäischen Netz. Und dann kannst du dir aber mal den vorletzten Podcast anhören. John Worth ist ja ist auch im Freitrag unterwegs gewesen und hat alle binneneuropäischen Grenzen mit der Bahn überschritten. Also natürlich könnt ihr gerne Hauptstadt werden, aber ihr müsst leider auch die Grenzen überwinden. Und da gibt es halt manchmal auch einfach nichts. Also er meint, es war besser als erwartet, aber an manchen Grenzübergängen ist es halt überhaupt keine Synchronisation da. Ne? Dann ist der Zug, den du brauchst für den Anschluss, 5 Minuten weg und du wartest 2 Stunden. Das ist natürlich nichts, was attraktiv ist. Also da bin ich ein totaler Fan, auch was die europäischen Grünen da voranbringen, dass es wirklich einen Europa-Gedanken geben muss. Also das ist auch etwas... Wo ich, ja, ich will einfach nicht, dass Google, Apple oder wer auch immer meine Mobilität steuert. Und da habe ich leider so ein Bauchgrimm, dass es vielen scheißegal wäre. Aber dann würden wir in sowas kommen wie Dienstleistung, dann würden wir in sowas kommen wie nur wer zahlen kann, kriegt auch ein gutes Angebot. Ich verständig, soweit ich kann, Nightjet und ich genieße das. Auch wegen der etwas lustigen Oberkellner, sage ich jetzt mal despektierlich, die immer sagen, na, junge Frau, Sie machen jetzt nicht hier ihr Bett selber und hier haben Sie ein Prosecco, dann habe ich meine Ruhe und Sie haben meine Ruhe, ich habe meine Ruhe. Also es ist ja eine ganz andere Haltung auch mit diesem Produkt, ne? Dann morgens geweckt zu werden und so. Und mir ist auch aufgefallen, selbst an alten Waggons ist immer, irgendwie haben sie den nachgebessert, dass ein behindertenfreundlicher Einstieg da ist. Und das haben wir halt, wir haben jetzt gerade die neueste ICE-Generation in Deutschland vorgestellt. Unser Verkehrsminister schwärmt, neue Fenstertechnik, WLAN geil, Telefon geil. Und die Leute im Rollstuhl sagen, ja geil, nur noch ein Behindertenklo und 2 Behindertenplätze. Und wir wissen alle, wie lange ICEs sind. Und wenn das Behindertenklo kaputt ist, werden die nicht mitgenommen. Und das sind halt Dinge, die ich mir wünschen würde, ne? Dass wir das einfach... inklusiver machen. Wir haben in Deutschland 5 Bahnsteighöhen. Weiß der Teufel warum. Und da gibt es im Ausland, das sind natürlich Sachen, die würdest du in Deutschland nie durchkriegen, weil es nicht die Norm ist. Aber da haben die dann manchmal einfach so Hückel gebaut am Bahnsteig, dass man dann auch als rollstuhlfahrende Person reinkommt. Also ich bin totaler Fan, das so zu denken, weil ich glaube, da steckt auch ganz viel Kraft drin,
dass du manchen sagen kannst, du sparst eine Hotelnacht. Manchen sagst du, du kannst noch arbeiten und in Ruhe das machen, weil ganz ehrlich, innereuropäisch fliegen, wer mir sagt, dass sich das total locker anfühlt, man ist ja nur am Rennen gefühlt. Also es ist schon lange her, dass ich es gemacht habe. Also ich fände es gut, dann werdet ihr die Bahnhauptstadt, Barcelona wird die Postautometropole und Deutschland wird Hyperloop, Flugtaxi, Winner oder so. Darf ich zuerst noch? Okay, passt. Also machen wir noch Susanne, Heidi, Kilian und dann wäre da noch eine Wortmeldung. Susanne, Heidi und noch eine Wortmeldung, dann schließen wir ab, okay? Ich glaube, dass wir unsere Probleme nicht mit, also wir haben ja keine technologischen Probleme, wir haben ja soziale Probleme und irgendwelche neuen Technologien wie Hyperloop oder selbstfahrende Autos, dann haben wir trotzdem noch die sozialen und die ökonomischen Probleme. Also davon halte ich gar nichts. Was ich halt im Verkehr, und das ist eben auch so eher der fix der soziale Aspekt, eben auch das, was du, es geht um einen Menschen in erster Linie, ja. Und ich war auch mit Interrail unterwegs im Juli, habe mir auch zum Beispiel Paris angeschaut und da hatte ich ja den Eindruck, dass man sich die rote Ampel nicht so ernst nimmt, aber dass man total viel Rücksicht aufeinander nimmt und dann ist es nämlich wurscht, welche Farbe die Ampel hat. Und, aber in Wien fühle ich es nicht so. Ich würde mich jetzt echt freuen, wenn du irgendwie ein paar positive Aspekte oder Inspirationen gibst, wie man Menschen dazu bringt, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Bitte? Was ich halt total krass... Achso. Ja. Was ich halt total krass finde, ist Hektik als Statussymbol. Also Coffee to go, Dinner to go. Also wir haben ja überhaupt für gar nichts Zeit. Ne? Also der Coffee-to-go-Becher war ja schon mal eliminiert und dann kam die Pandemie und jetzt rennen alle wieder mit diesem Plastikscheiß durch die Gegend. Und in Frankreich und Spanien siehst du das nicht, weil die setzen sich hin, um Kaffee zu trinken. Und das ist halt was, finde ich, was wir lernen können, aber wir sind halt noch in diesen anderen Metriken drin. Das hat mich heute, ich bin auch bald in Salzburg und die Salzburger Nachrichten haben mich heute interviewt und da habe ich auch gesagt, das größte Problem, was ich sehe, ist, dass wir uns diesen Stress ja selber gemacht haben, aber jetzt so im Ritt sind, dass wir da gar nicht mehr aussteigen. Weil diese Stunde, die mir die Leute geschenkt haben, war ein Geschenk. Die hatten die Zeit eigentlich nicht, das zu tun. Und diese Rücksichtnahme käme ja aus einer Entschleunigung. Also Rücksicht ist ja etwas, wo du Zeit hast, wo du auch vorlassen kannst. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher baltischen Stadt das war, da habe ich irgendwann gelernt, nicht so nah am Straßenrand zu gehen, weil alle immer anhalten. Weil sie denken, ja, vielleicht wird die Frau ja rüber. Und ich so, Also das war für mich schon wieder umgekehrt irritierend. Aber die Kraft dieser Veränderung, der Rücksichtnahme, kommt aus Tempo 30 und geringer, weil wir uns dann wieder in die Augen gucken können. Also Paris hat ja 30 und du musst begründen, wenn du 50 willst und nochmal darunter. Und es kommt auch daher, dass du allen Mobilitätsformen Raum gibst. Also diese im Moment, in der Taz, in einer linken Zeitung, haben sie das Zitat rausgenommen von mir, wir bedanken uns ja schon, wenn wir nicht getötet werden. Ne? Also so nach Motto, oh, danke, dass du anhältst am Zebrastreifen und danke, dass ich diesen Tag wieder überlebt habe, obwohl ich Rad gefahren bin. Also es ist ja das Gefühl von dem, was außerhalb des Autos stattfindet, ist ein Trotzdem-Gefühl. Ich gehe trotzdem zu Fuß, obwohl es so laut ist und so eng ist. Ich fahre trotzdem Rad, obwohl ich eigentlich gar keinen Raum habe und mich da durchkämpfen muss. Und diese Rücksichtnahme würde ja bedeuten, dass die Automenschen weniger wichtig wären. Und das kriegst du nicht hin in dem System, wie es gebaut ist. Da brauchst du diese Entschleunigung und da brauchst du auch Räume, die den Menschen gehören und nicht den Autos, wo man sich erholen kann. Weil ich habe mal mit einem Taxifahrer in Berlin gesprochen, ob ihm das auffällt, dass so ab Donnerstag die Aggression noch mal viel, viel schlimmer ist als montags. Und dann meinte er, ich habe nicht drüber nachgedacht, aber du hast recht. Es wird mehr gehupt, es wird mehr gedrängelt, es wird mehr aufs Recht beharrt, weil alle schon 4 Tage Berlin in sich haben. Und ich glaube, das ist was, also das hatte ich so auch als Beobachtung. Und das ist etwas, dass die Stadt stresst uns alle. Und der Stress kommt vom Auto, woher denn sonst?
Und da ist auch wieder so eine Unehrlichkeit, und das, da kann ich auch mal so abrupt Schlaf simulieren. Radfahrer sind aber auch doof. Ja, das stimmt. Weil es gibt Arschlöcher und Nicht-Arschlöcher und erst dann kommt das Verkehrsmittel. Aber immer noch ist es so, dass du mit dem Auto eher tötest. Und das sagen mir manchmal Leute als Feedback nach Lesungen. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, was ich eigentlich anderen Leuten antue, wenn ich Auto fahre. Und dass ich wirklich die Verantwortung habe, dass keiner stirbt. Also um die krasseste Reaktion mal zu sagen. Aber es ist so. In dem Moment, wo du dich in ein Auto setzt, musst du eigentlich so defensiv fahren, dass keiner leiden muss. Und das ist, glaube ich, in unserer Infrastruktur nicht drin. Es wird eher darauf beharrt. Und diese Rücksichtnahme, in anderen Ländern habe ich es erlebt. Ich weiß jetzt nicht, wie man es in Wien schafft, aber ich glaube, das hat viel mit Entschleunigung zu tun und mit anderen Werten und Normen, dass wir Zeit auch wieder wertschätzen und nicht, am besten finde ich ja immer den Satz, ich muss dann noch abends fliegen, damit ich meine Kinder noch sehe. In der Deutsch. Ich so denke, diesen Satz solltest du mal sacken lassen. Wir haben jetzt noch zwei Meldungen, die würde ich gerne gleich hintereinander nehmen. Und dann gehen wir so. Meine Frage geht in eine ganz andere Richtung, nämlich kannst du vielleicht kurz skizzieren deinen Weg, wie dieses Buch entstand, warum? War das ein langer Prozess oder irgendein Erlebnis, das dazu getriggert hat? Und nur ganz kurz eine Geschichte zu diesem autonomen Fahren. So einen Bus gab es bei uns in Wien, in der Seestadt. Der wurde unter anderem eingestellt, weil sich dieses Drum vor allem gefürchtet hat. Wenn Blaub gefallen ist, ist er stehen geblieben. Und dann war es so, dass die Kinder damit gespielt haben und immer vor dem Bus gesprungen sind. Und der musste immer stehen bleiben. Und irgendwann ist das Projekt eingestellt worden. Ja, ich hätte noch eine Frage zum politischen Kampf. In Wien scheitert ja viel an der Verkehrswende, paradoxerweise an den Sozialdemokraten, die nicht erkennen, dass das ein soziales Thema ist und dass sich viele das Auto nicht leisten können. Ich glaube, bei Ihnen zählt halt sehr, sehr stark oder das Argument, dass wenn das Auto teurer wird, es sich ja dann nicht mehr alle leisten können, was eh schon nicht der Fall ist. Das zieht aus irgendeinem Grund wahnsinnig gut. Was kann man dem noch entgegensetzen? Ist in Deutschland genauso. Interessanterweise, die SPD hat auch, der oder die Arbeiterin muss sich ja immer noch das Auto leisten können. Also ganz absurd. Aber das ist halt dieses Nichterkennen von Abhängigkeit, glaube ich. Und ich weiß nicht, wie es bei der SPÖ ist. Die SPD hat einfach gerade kein Profil. Also in der SPD, wir haben Kanzler von der Truppe. Aber ich wüsste jetzt, konnte dir nicht erzählen, wofür stehen die eigentlich. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass die FDP bei uns das sehr stark besetzt hat. Die Freien Demokraten sehr viel mit Auto, Auto, Auto machen. Die Grünen wollen alles verändern. So. Das ist die Alnatura-Generation, wird sie gern genannt, von anderen konservativen Kräften. Und ich glaube, die SPD hat gerade überhaupt keinen Halt. Und die wagen es noch nicht, und das finde ich schon interessant in Deutschland, dass mittlerweile, also es gibt in Wolfsburg die Amsel 44 heißt es, da hat eine Stiftung ein Reihenhaus gekauft mit 5 Stockwerken, da steckt immer der Schlüssel, da kannst du rein, das ist für aktivistische Arbeit, weil die wollen innerhalb von 2 Jahren Volkswagen zu Verkehrswende, also es bleibt noch VW, Verkehrswendekonzern machen und arbeiten da zusammen mit ArbeiterInnen, mit GewerkschafterInnen. Also suchen ich habe heute so viel Englisch geredet, Approach, ganz andere, ganz anderen Zugang, oh mein Gott, ich start-up hier schon. Und ich glaube, das ist richtig kräftig, weil ich habe mich auch, es waren auf manchen Lesungen Leute von der Gewerkschaft da, und mit dem einen bin ich auch noch in Kontakt und der meinte ganz ehrlich, Katja, es ist doch uns egal, ob wir Rollatoren bauen, Bahne oder Busse, meine Leute sollen gute Arbeitsplätze behalten. Damit sind sie aber noch nicht unbedingt in der Mehrheit der Gewerkschaft, aber ich glaube, diese Bewegung fängt an. Und das muss man vielleicht nochmal anders adressieren, dass man halt sagt, ja, Arbeitsplätze, das kommt ja auch immer, auch Arbeitsplätze ist ja schon ein Satz, ne? Also da musst du auch gar kein Wie-Wort oder Tu-Wort, ne? Arbeitsplätze, okay, ich weiß, was du meinst.
Und das ist, finde ich, schon so eine krasse Depersonalisierung. Was ist denn ein Arbeitsplatz? Also theoretisch könnte das ja auch ein Arbeitsplatz sein, wenn ich den Laptop aufklappe. Und ich glaube, da sind viele, die das merken, dass sie von oben keine Hilfe bekommen, auch gerade in den Autokonzernen. Viele gehen auch raus, gerade von den höher Qualifizierten. Und da sollte eine SPD vielleicht auch einfach begreifen, dass das wird ja kommen. Und entweder gestaltet man das oder man wird gestaltet. Und das ist das Schlimmste, was uns passieren könnte, dass irgendwo aus dem Ausland irgendwelche Bullshit-Ideen halt hier dann ausgerollt werden. Aber ich kann dir leider nur spiegeln, da wo ich war, war ganz oft auch die SPD der Block. Wo es also absurd eigentlich, weil die Arbeit wird sich ja neu erfinden. Also es wird ja nicht so bleiben, dass man Produktionsstätten hat und ähnliches. Die ersten, ich hatte vor seinem Tod das letzte Interview mit Friedrich Bergmann, Begründer von New Work, und der hat gesagt, das wird total dezentral werden. Es wird kleinste Fabriken geben, die auch wieder in die Städte gehen, weil die halt einfach gar nicht mehr so laut sein werden und die diese ganzen Teile aus dem 3D-Drucker dann holen. Und dann ist es scheißegal, ob es ein Staubsauger ist oder ein Auto. Und das sind ja Sachen, wo auch wieder Arbeitsplätze dezentral entstehen könnten. Also es sind immer so, ich nenne die immer Greta Thunberg-Momente, wo ich sage, oder ist es zu offensichtlich, was hier getan werden muss? Manchmal ist es ja zu einfach, dass das einfach gesagt wird, nee, so simpel können wir das jetzt auch nicht verkaufen. Aber leider, SPD, SPÖ scheint sich da ähnlich zu sein. Zum Buch, die Dame, die mich angefragt hat, folgt mir bei Twitter. Also Ulrike folgt mir bei Twitter, hat mich angeschrieben, hat gesagt, könntest du dir vorstellen, ein Buch zu schreiben, weil ich finde, du gehst mit Verkehrswende anders um als alle anderen. Du machst es irgendwie so auf so einer kommunikativen Ebene. Dann habe ich seitdem einen Literaturagenten, weil ich nicht wusste, wie macht man jetzt, was passiert denn jetzt, wie macht man das mit Vertrag und so weiter. Und dann habe ich so ein Exposé geschrieben. Eigentlich wollte ich ein Kinderbuch machen. Von einem Kind aus der Zukunft, was auf die Zeit von heute guckt und Fragen stellt. Sind die kleinen Häuser neben den Häusern, haben da die Kinder gewohnt? Nein, die Autos. Was? Das kommt irgendwann auch, aber momentan habe ich da keine Zeit für. Weil Kinder dürfen ja solche Fragen stellen. Kinder, ne, dürfen ja Infrage stellen. Naja, dann habe ich das Exposé geschrieben und dann hieß es irgendwann, ja, machen wir so. Und dann habe ich gesagt, Ulrike, wir müssen mal telefonieren. Und sie so, so wie wir das geplant haben, mache ich das nicht. Ich will nicht, dass ich über Leute rede. Ich will, das machen alle anderen. Ich will Interviews führen. Ich bin halt auch Soziologin. Das merkt man vielleicht dann. Und ich habe noch mal ganz viel gelernt und ganz viele Argumente noch mal neu gelernt. Aber es war wirklich, ich wurde heute gefragt, wie lange hast du gebraucht? Ich so, glaube 4 Wochen, weil ich so unter Druck war. Aber so funktioniere ich leider auch. Also so wird viel prokrastinieren und sagen und auch einen Kaffee trinken. Oh, die Fenster sind dreckig. Ne? Und dann habe ich aber richtig schön durchgeschrieben. Und natürlich hat mich das, also es ist auch immer noch nicht angekommen, so, weil ich, auch wenn Leute das immer anders sagen, ich bin eine ziemlich bescheidene Person, die sich auch sehr gerne hinter etwas stellt. Und auf einmal war ich auf der Spiegel-Bestsellerliste innerhalb von 4 Tagen mit diesem Buch. Ne? Und ich habe so gedacht, okay. Und dann kamen auch schon die ersten Neiddebatten. Ja, es liegt ja daran, weil es auch gerade Thema ist. Wo ich so sage, ja, also, so einfach ist das also mit dem Erfolg und so. Ne? Und das war halt auch so interessant, dass dann Leute sagen, ja, siehste, die ist gar keine Aktivistin. Die hat das jetzt 3,5 Jahre lang gemacht, weil sie das Buch verkaufen will. So, ja, jetzt habt ihr mich ertappt. Ich verdiene nämlich, glaube ich, 18 Cent pro Buch. Also ich bin Dagobert Duck abends. Das fand ich schon total interessant, dass dann von links auf einmal ich beschossen wurde, dass ich das halt gemacht habe. Ich glaube aber daran, dass wir unglaublich viele und unglaublich tolle wissenschaftliche Bücher zum Thema haben, die ich selber kaum schaffe zu lesen, weil sie so trocken sind und weil sie schon dieses Papier haben, was so schwer ist, wo man schon denkt, oh, noch eine Seite, komm, eine schaffst du noch. Und da habe ich halt versucht, einen anderen Weg zu wählen, es lesbarer zu gestalten, nicht wissenschaftlich zu gestalten. Und bin jetzt Singer-Songwriter, Autokorrektur und seit Februar unterwegs mit dem Ding. Ja. Ja, vielen Dank mit diesem Ausblick auch auf das nächste Buch, wo du wieder 18 Cent verdienen wirst von mir. schließen wir jetzt den heutigen Abend. Vielen, vielen Dank, Katja Thiel, vielen Dank, Sam. Vielen Dank natürlich alle fürs Kommen, fürs Mitdiskutieren.
Vielen Dank auch den Kollegen von Blendwerk, die das aufgezeichnet haben heute. Und ihr werdet sicher auf den sozialen Medien dann Snippet sehen, wenn ihr Leuten, Kilian oder Katja oder wem auch immer, auf Twitter folgt, werdet ihr das sicher finden oder auch einmal in einen Space kommt. Immer sehr spannend. Vielen Dank und schönen Abend. Thank you.